Gegenwärtig leidet die Welt unter einem schweren Mangel an Demokratie, Vertrauen und zunehmender Verwirrung. Die Bürger erkennen sich in den politischen Institutionen nicht mehr wieder und auch zwischen den Staaten besteht kein Vertrauen mehr. In einer zunehmend vernetzten Welt erleben wir eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaften und die Erosion der Demokratie im Westen. Als Italienerin erlebe ich den Albtraum, politischen Entscheidungen ausgesetzt zu sein, von denen ich glaube, dass sie der Sicherheit meines Landes und der Verwirklichung des von uns allen gewünschten Friedens abträglich sind. Ich habe von Friedensappellen gehört, die unsere politische Führung an Russland richtete, während sie gleichzeitig Waffen in die Ukraine schickten. Sogar unter den humanitären Hilfsgütern auf dem Flughafen von Pisa wurden geheime Waffen entdeckt und die Flughafengewerkschaften weigerten sich, sie in die Flugzeuge zu laden. Frieden zu beschwören und gleichzeitig Waffen zu schicken, ist wie der Versuch, ein Feuer zu löschen, indem man Benzin hinein. Die Regierung Draghi hat beschlossen, 2% des Bruttoinlandsprodukts für den Kauf von Waffen bereitzustellen und sich ganz den Entscheidungen der EU anzuschließen. Und das, während in unserem Land Unternehmen geschlossen werden und seit Jahren keine Investitionen in die Forschung, in Schulen, in Krankenhäuser und in die Realwirtschaft getätigt werden. Als Gewerkschafterin vertrete ich Tausende von Kleinunternehmern im ganzen Land, die ihre Betriebe schließen mussten. Und während das italienische Parlament die Lieferung von Waffen an die Ukraine billigt, was gegen unsere Verfassung verstößt, ist die große Mehrheit der Italiener, wie Umfragen zeigen, gegen die Wiederaufrüstung und wünscht sich stattdessen eine Wirtschaftspolitik, die die Beschäftigung fördert. Man muss zwischen der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft unterscheiden. Die Finanzwirtschaft ist die Spekulationsblase, die von den Großen der Welt bewegt wird und die nichts mit den Bürgern zu tun hat. Die Realwirtschaft sind wir, die Unternehmen, die das Rückgrat der Wirtschaft sind. Was die Außenpolitik unserer Regierung und leider auch der anderen europäischen Regierungen angeht, so scheinen alle das Versprechen vergessen zu haben, welches die NATO-Mitgliedstaaten nach dem Fall der Berliner Mauer dem damaligen sowjetischen Staatschef Gorbatschow gegeben haben, indem sie sich verpflichteten, sich nicht einen Zentimeter weiter östlich als Deutschland auszudehnen. Wir mussten sogar miterleben, dass die Führer der NATO-Mitgliedsländer diese Vereinbarung wiederholt leugneten, doch dass sie offensichtlich wiederholt widerlegt wurden. Auch das trilaterale Abkommen von Minsk wurde vorsätzlich nicht eingehalten und begraben, bevor Putin die beiden separatistischen Republiken anerkannte. Ich musste beschämt die folgende Aussage einer italienischen Tageszeitung lesen. Ukraine-Russland-Krieg, wenn die Tötung Putins die einzige Lösung ist. Ich habe keine Äußerung der Empörung über diesen Aufruf zur Ermordung Putins gesehen und auch nicht über das Massaker in Odessa, bei dem 48 Menschen, darunter eine schwangere Frau, bei lebendigem Leib verbrannt wurden.
Mit großer Begeisterung habe ich den Aufruf des Schiller-Instituts begrüßt, eine neue Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur für alle Nationen zu schaffen, die sich am Westfälischen Frieden orientiert. Der Westfälische Frieden beendete 30 Jahre blutiger Kriege zwischen Katholiken und Protestanten. In einem heiklen Moment ist es notwendig, sich auf das Modell des Europas der Vaterländer, auf de Gaulle und den Westfälischen Frieden zu beziehen. Jemand nannte den General einmal einen Saboteur und unterstellte ihm den Willen, diejenigen zu behindern, die sich für die europäische Integration einsetzen. Im Gegenteil, de Gaulle war ein überzeugter Europabefürworter, lehnte aber die Schaffung supranationaler Strukturen ab, die zu Föderalismus führen würden. In der Tat kann man heute sagen, dass die EU im Laufe der Zeit jeden Mitgliedstaat seiner Souveränität beraubt hat. Das Europa der Vaterländer wollte eine Kraft sein, die autonom zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion steht und nicht ein Europa, das aus dem fortschreitenden Verlust der Souveränität der Staaten resultiert. Kurz gesagt, ein vom atlantischen und sowjetischen Block unabhängiges Europa, das in der Lage ist, eigenständige Entscheidungen zu treffen. An diesem Tag möchte ich an zwei Italiener erinnern, den Bürgermeister von Florenz, La Pira, und Papst Johannes den 23., die in den 60er Jahren dazu beitrugen, eine Brücke zwischen Ost und West zu schlagen, um den Frieden zu bewahren, und unter Berufung auf diesen Geist und die Enzyklika Pacem in Terris wende ich mich wie der Papst an alle Menschen guten Willens und rufe zu einer Welt des Friedens ohne Blockaden auf. Ohne Blocks auf. Ohne Blöcke. Ein Europa der Vaterländer mit dem Westfälischen Frieden ist keine Utopie, sondern ein Projekt, das jeden inspirieren sollte, der wirklich Frieden will. Ich möchte noch einmal der Vorsitzenden des Schiller-Instituts, Helga Zeppler-Rusch, danken.